Ich trage eine Maske. Dieser Gedanke quält mich seit Jahren. Meine Hoffnung war nun, auf dem Weg nach Santiago de Compostela zu entdecken, wer hinter dieser Maske steckt. Wie ich so die Jahre Revue passieren lasse, vermischen sich Fiktion und Wirklichkeit. Als träufle man einen Tropfen Tinte ins Wasser. Nach einigen Minuten lässt sich die Tinte vom Wasser nicht mehr unterscheiden. Ist das der Weg zu sich selbst, wie der Jakobsweg von vielen empfunden wird? Kann ich die Welt in mir auf diesem Weg in Ordnung bringen? Auf dem Weg zur spirituellen Hauptstadt Europas, wie Papst Johannes Paul II. Santiago de Compostela bezeichnete. Je näher ich der ersten Station des Weges, dem baskischen Ort Saint-Jean-Pied-du-Port, komme, umso intensiver beschäftigt mich der Gedanke, ob das Ziel, die angebliche Grabstätte des heiligen Jakobs, wohl das Ende des Weges bedeute. Hier, etwa 800 Kilometer entfernt davon, auf der französischen Seite der Pyrenäen, fängt der Jakobsweg an. Saint-Jean-Pied-du-Port war bereits im 9. Jahrhundert Treffpunkt der Pilger aus Nord- und Mitteleuropa. Bis zum heutigen Tag laufen hier die aus Paris, den Niederlanden und aus Deutschland nach Compostela führenden Pilgerrouten zusammen. Hier beginnt der Jakobsweg. Eine einmonatige, 800 Kilometer lange Reise im Zeichen der Muschelschale. Kaum in einem Pilgerhospiz angekommen, trägt mich mein Reiseführer in den Schlaf. Nachdem zahlreiche Wunder geschehen waren, ließ die Königin ihren Steinpalast zu einer heiligen Kathedrale weihen und mit viel Reichtum beschenken. Dort liegt Sankt Jakob begraben. 5, 6, 7. Es ist tatsächlich 8 Uhr. Woher wusste ich beim Erwachen, dass ich mit dem Zählen bei 5 fortfahren muss und nicht mit 1 zu zählen beginnen soll? So wäre ich nur bis 4 gekommen. Wahrscheinlich geht es einem im Leben genauso. Wir können uns die Zukunft nur vorstellen, wenn wir die Vergangenheit heraufbeschwören. Ich weiß nicht, wo ich mich derzeit auf meinem Lebensweg befinde, weil mir entfallen ist, wie viel die Uhr schon geschlagen hat. Der Jakobsweg ist wie das Leben, bereitet mich ein Mönch auf meine Reise vor. Am Anfang ist alles grün, vielfältig, abwechslungsreich. Später erreichen wir eine Hochebene. Die Landschaft wird trocken, härter. Wie die Lebensmitte des Menschen. Die Reinigung der Seele fängt an. Die Zeit der Buße ist gekommen. Und wenn wir bereits reif sind und bereit, betreten wir eine grüne Landschaft. Unsere Alltagssorgen verlieren an Bedeutung, je mehr wir uns unserem Reiseziel nähern. Viele mögen am Ende den Sinn des Lebens finden. Die Gläubigen suchen auf dem Jakobsweg Gott und sie werden ihn treffen. Denn jeder, der nach ihm Ausschau hält, findet ihn am Ende. Ich verlasse die Stadt und beginne meinen unendlich erscheinenden Wanderweg. Die erste Etappe bis Roncesvalles ist 23 Kilometer lang. Eine überschaubare Größe. Ich bleibe mit meinem Blick am Boden haften, als könne ich von dort ablesen, wohin der Weg führt. Die ersten zögernden Schritte. Doch die Unsicherheit stört mich nicht. Es ist eher so, als wollte ich tief Luft holen, bevor ich mich auf den Weg mache. Ich blicke mich um, als wollte ich jemanden um Hilfe ersuchen. Doch ich sehe weit und breit niemanden. Nur der Widerhall meiner Schritte begleitet mich. Nur die Muschel und der Pfeil helfen mir. Sie weisen mir den Weg. Nach der Überlieferung wurde einer der ersten Pilger von Wegelagerern angegriffen. Er floh ins Meer. Als es ihm endlich gelungen war, sich ans Ufer zu retten, bemerkten seine Weggefährten überrascht, dass sein Körper von Muscheln bedeckt war. Seitdem ist die Muschel das Symbol des Jakobsweges.
Ich starre auf dem Boden wie einer, der alles weiß, sich aber seines eigenen Lebens nicht entsinnt. Und vor dieser Wanderung erhofft, seine Vergangenheit heraufzubeschwören. Kann ich diesen Weg mit dem von mir gegangenen vergleichen? Zehn Kilometer liegen hinter mir. Meine Zehen beginnen zu schmerzen. Auf einen solch anstrengenden Fußmarsch war ich nicht vorbereitet. Vor meiner Abreise tat ich nichts anderes, als die Schriften der Teresa von Avila zu lesen und durchblätterte das im 18. Jahrhundert geschriebene Reisebuch mehrere Male. Viele der erwähnten Ortschaften sind jedoch auf den zeitgenössischen Landkarten nicht mehr zu finden. Die Legenden indes, von denen es berichtet, sind immer noch lebendig. Auf dieser Anhöhe war nach Überlieferungen aus dem Mittelalter das Kreuz Karls des Großen. Viele hielten den Feldherrn für den Entdecker des Grabes von St. Jakob. Das Gesicht dem Grabe des Apostels zugewandt, beteten hier die Pilger und schlugen ein Kreuz in den Boden. Roncesvalles wurde durch das Rolandslied zum Symbol. Das Lied besingt den Tod des treuen Ritters Karls des Großen. Die Waffen Rolands werden in der königlichen Stiftskirche aufbewahrt. Ich werde wohl nicht ohne Leiden davonkommen. Als wären meine Beine von steif gewordenen Erinnerungen erfüllt, taste ich meine schmerzenden Oberschenkel ab, als verfügten meine Glieder über ein eigenes Gedächtnis. Ich bin so müde, dass ich vor dem Einschlafen nicht mehr lesen kann. Kaum ausgezogen, versinke ich in einen tiefen Schlaf. Eine Nonne erschien mir im Traum und sagte: Der Apostel Jakob möge dich auf deinem Weg begleiten, möge dir zeigen, was du finden musst. Der Hut soll dich vor der Sonne und den bösen Gedanken, dein Mantel vor dem Regen und Flüchen beschützen. Der Segen Gottes, der heilige Jakob und die heilige Jungfrau Maria sollen dich Tag und Nacht begleiten. Meine Knie schlottern richtig, als ich losziehe. Ich verspüre bei jedem Schritt einen stechenden Schmerz in den Knien. Er steckt mir in allen Gliedern. Meine Fußsohlen brennen. Mein Schatten verschwimmt auf dem Asphalt. 44 Kilometer bis Pamplona. 45.000 Schritte. 11 Stunden Fußmarsch wiederhole ich immer wieder, fast verzweifelt. Ich zähle meine Schritte. Nach 1.000 höre ich auf. Auf die Uhr schaue ich auch nicht mehr. Am liebsten würde ich den Rucksack einfach wegschmeißen. Bei jedem Schritt verspüre ich jetzt auch in den Zehen einen stechenden Schmerz. Vor der Kapelle höre ich plötzlich eine Stimme. Sie scheint mich zu fragen, wohin ich will, wen ich suche. Ich kann ihr nichts entgegnen. Ich sollte vielleicht mein Gehirn ausschalten und es erst in Pamplona wieder einschalten. Ich glaubte schon, man könne so reisen, dass man bereits vor der Abreise am Ziel ist. Das Marschieren bedeutet aber die Kunst des Leidens und der Monotonie. Profane Gedanken spuken in meinem Kopf. Gedanken, die ich schon seit Jahren nicht mehr hatte. Als hinge mein Überleben davon ab, ob ich saubere Socken oder Unterwäsche habe. Ich sammle all meine Kräfte, noch etwa 10 Kilometer zu gehen. Dieser Anlauf ist wie ein letztes Auflodern der Flamme, ehe sie endgültig erlischt. Ich werde nicht von meinem Willen vorangetrieben, sondern von einem Instinkt. Hier darf ich nicht zusammenbrechen. Dazu bin ich jetzt zu weit von den Menschen und von mir selbst entfernt. Mein Körper macht weiterhin das, was seine Aufgabe ist. Ich spüre, wie die Straße unter meinen Füßen in Wallung gerät, als segelte ich auf sturmgepeitschten Wellen.
Pamplona wurde von den Römern gegründet. Sie war ein wichtiges Zentrum der Evangelisierung. Den ersten Bischof der Stadt, San Fermin, ehren die Pamploner jährlich. Ich bin so müde, dass ich mich kaum erinnern kann, was in meinem Reiseführer stand. Hier finden die berühmten Stierläufe statt. Nicht mehr laufen. Essen und Bett. Ich gehe, als wäre ich mir selbst voraus. Plötzlich sitze ich in der Cafeteria des Hotels. Hier hielt sich Hemingway auf. Der Titel seines Pamplona-Romans fällt mir aber nicht ein. Bleierne Müdigkeit drückt mich in den Stuhl. Ich fühle mich, als trüge ich den Mantel eines Fremden. Ohrenbetäubender Lärm weckt mich. In den leeren Straßen widerhallt ein Geräusch, als rennen Hunderte von Menschen um ihr Leben. Es ist nur die Erinnerung an vergangene Stierläufe. Ich betrachte San Fermin, den Schutzpatron von Pamplona. Hinter meinem Rücken höre ich eine Frauenstimme. Auch wenn uns viel Leid zuteil werden sollte, auch wenn wir die Aussicht haben sollten, die Quelle zu erreichen, auch wenn wir gezwungen sein sollten, unter der Last des Leins zusammenzubrechen und unterwegs zu sterben, auch wenn unser Mut bis zum Ende ungebrochen sein sollte oder uns verlassen sollte, wir müssen auf jeden Fall ausharren, selbst wenn die Welt über uns zusammenbricht. Seltsam, aber mich wundert das nicht, dass ich wie eine Geisterstimme die heilige Teresa von Avila vernehme. Ich schlendere mitten durch schmerzhafte Erinnerungen. Ich versuche, mich der glücklichsten Momente meines Lebens zu entsinnen. Ich rase durch die unterirdischen Gänge meines Gedächtnisses, um so rasch wie möglich das zu finden, was ich suche. Ich finde es aber nicht. Die Gedanken fallen mir aus der Hand, wie trockene Papierblätter. Der Pilgerzulauf im 11. Jahrhundert zwang dazu, diese Brücke zu bauen. Die Ortschaft wurde nach der Stifterin, Puente la Reina, die Brücke der Königin, benannt. Die Kirche Santa Maria de las Huertas war eine Gründung des Templerordens. Meine Augen fixieren den auf das Kreuz geschlagenen Christus. Die Hände des Gekreuzigten wurden auf zwei dem Baumstamm entwachsenen Äste geschlagen. Der Stamm stellt ein Y dar. Zeichen des Lebensbaumes. Im 14. Jahrhundert haben ihn Pilger aus Rheinland auf ihren Brücken bis hierher getragen. Auf ihrem Weg liefen die Menschen zusammen und bestaunten den Zug. Alle wollten den Gekreuzigten berühren. Plötzlich überkommt mich ein starkes Gefühl. Mir wird bewusst, dass meine Füße den geheimnisvollen Jakobsweg entlang gehen. Gegenüber der Kirche vor der Herberge versammeln sich die Pilger. Ich hatte keine Wäscheklammern mitgenommen. Professionelle Pilger leihen mir einige. Zum ersten Mal auf meinem Weg habe ich eine Menge Zeit. Ich verspüre fast so etwas wie Gewissensbisse, dass ich hier einfach faulenze und meinen Fußmarsch nicht fortsetze. Die Straßen sind menschenleer, als ich losgehe. Nur der Glockenschlag bahnt sich seinen Weg durch die Stille. Mich wundert's, dass ich keine Schmerzen verspüre. Bin ich derselbe, der ich gestern war? Ich sehne mich danach, weiterzugehen. 19 Kilometer. Selbst wenn ich eine Rast einlege, bin ich in 6 Stunden in Estella. Ich fühle mich gut bei Kräften. Ich trotte auf der Römerstraße auf den Boden spähend, als suchte ich Spuren der Geschichte. Ich stelle mir eine Menge Pilger neben mir vor. So marschieren wir ein Stück des Weges nebeneinander, ohne ein Wort zu sprechen. Siracui,
In dem Städtchen wütete einst die Inquisition. Die Glocken läuten, die Äxte sausen, die Hämmer schlagen. Die Scheiterhaufen werden aufgebaut. Aus den Seitengassen strömen die verängstigten, gaffenden Menschen herbei. In den Fenstern hängen überall Maulaffen der Zuschauer. Stockmeister treiben den schleppenden Zug der Verurteilten. Im Gegensatz zur Gegenwart fällt es einem leichter, die Vergangenheit zu verstehen. Man wendet sich, blickt zurück, soweit es überhaupt möglich ist. Es scheint alles verständlich und klar. Nur mit mir selber bin ich noch nicht so weit. In meinem Reiseführer lese ich: Trinke nicht aus dem Wasser des Flusses, auch dein Pferd darfst du nicht tränken. In dieser Region wohnt ein barbarisches Gesindel. Sie lauern im Schilf. Das Wasser ist vergiftet. Es führt einen schnellen Tod herbei. Die Wegelagerer rauben dir alles. Sie häuten die Tiere auf der Stelle. Meine Haut brennt. Die Rast hat mir nicht gut getan. Ich fühle mich, als hätte ich vom Wasser des vergifteten Flusses getrunken. Die Kirchen des ehemaligen Stadtzentrums von Esteia können meine Aufmerksamkeit nicht fesseln. Auf der Kerkerbrücke muss ich mir den Schweiß von der Stirn wischen. Anstelle des Königspalastes fand man eine Statue der Heiligen Maria in einem Gebüsch. Ein Stern strahlte über ihr. Der Name der Stadt Esteia wurde aus dem Wort Stern, Estrella, abgeleitet. Ich trinke einen ordentlich kratzenden Branntwein. Vielleicht bringt er meinen Magen in Ordnung. Vom Alkohol wird mir gleich schwindlig. Im Hotel muss ich wohl den Weckdienst bestellen. Schrilles Läuten spukt in meinem Kopf. Einen Augenblick lang weiß ich gar nicht, wo ich bin. Es ist schon oft vorgekommen, dass ich nicht wusste, wo ich aufwache. Jedes Mal, wenn mir so etwas widerfuhr, empfand ich plötzlich Übelkeit im Magen. Dann beschwor ich immer die Bilder des Vortages herauf. Erst einmal muss ich mich vergewissern, wo ich bin. Mir brummt der Kopf. Nicht einmal 20 Kilometer sind es bis Los Arcos, ermuntere ich mich immer wieder beim Gehen. Noch immer spüre ich die Übelkeit im Magen. Ich schwöre, dass ich auf dem Weg keinen Alkohol mehr trinke. Das Kloster Monasterio de Irache wurde im 10. Jahrhundert gegründet. Es stand ihm ein Abt vor, dem die wunderhafte Brotvermehrung zugeschrieben wird. In der Nähe des Klosters gehe ich an einer Quelle vorbei. Das Wasser will ich gar nicht sehen, als hätte es mein Übelsein verursacht. Einer der Strahlen ist dunkler. Aus dem Rohr rinnt Wein. Bodegas Irache. Die Kellerei ist berühmt durch ihre hervorragenden Weine. Ich vergesse jegliches Gelübde und trinke gierig den Wein. Überall Blutspuren der Geschichte. Als Karl der Große Castillo del Deo einnahm, ließ er alle 3000 Verteidiger töten. Ich trotte leicht taumelnden Ganges dahin. Das Gehen fällt mir schwer. Immer noch gibt es Strecken, ärgere ich mich, die zurückzulegen mich unwahrscheinliche Kraftanstrengung kostet. Immer noch gibt es Minuten, da ich das Gefühl habe, nie in Santiago de Compostela ankommen zu können. Vom Wegrand hebe ich einen Ast auf. Den benutze ich als Stütze. Ein verkrümmter, zerbrechlicher Ast. Wie der Ast, so das Leben, denke ich mir. Meine nächste Schlafstätte, Los Arcos, liegt zwischen Navarra und Rioja. Als Grenzstadt wurde sie reich.
Die Santa Maria Kirche weist alle Merkmale der verschiedenen Epochen von Los Arcos auf. Ihre Erbauer meißelten im Laufe der Jahrhunderte immer wieder den Geist der jeweiligen Zeit in den Stein. Vor meinen Augen laufen die Bilder der Erbauung der Stadt ab. Die Zimmerleute in schwarzen Hosen, weißem Hemd und schwarzer Weste mit Hut auf dem Kopf schnitzen die Balken. Um sie herum ereifern sich die Gesellen, sie wetzen die Äxte. Die Frauen bringen in einem riesigen Kessel die Suppen heran und das Brot wird auf großen Zweiradwägen herbeigekarrt. Wandern auf dem Asphaltbelag. Nach jedem Schritt die gleiche Rückmeldung der Sohlen. Ein Gefühl der stumpfen Eintönigkeit. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass man sich auf ein Ziel zu bewegt. Nach Verlassen der monotonen Asphaltstraße habe ich das Gefühl, der Pfad sendet mir Botschaften durch meine Fußsohlen. Ich kann sie aber nicht verstehen. Ich beobachte meinen Schatten und stelle mir vor, jemand ginge neben mir. Nun schweigen wir zu zweit über unsere Erfahrungen. Der Kirchturm in der Ferne zeigt den Weg wie eine Kompassnadel an. Die Hälfte der heutigen Etappe habe ich bereits wieder hinter mir. In Torres del Rio lege ich eine Rast ein. In der Mitte des Hauptschiffes der Kirche wurde ein alles überragender Turm angebracht. In diesem brannten einst Öllichter, um den Pilger die Orientierung in der Nacht zu erleichtern. Was hilft mir jetzt, mich zurechtzufinden? Es ist schon spät am Nachmittag, als ich Vianna erreiche. Meine Glieder sind schwer, der Gang wird immer langsamer. Ich versuche nicht daran zu denken, dass ich noch 3 Stunden zu gehen habe. Auf dem Platz der Privilegierten muss ich mich erfrischen. Ich bestaune das Hauptportal der Kathedrale. Ich betrachte die Skulpturen. Gott ist schön, denn er ist der Ursprung von Harmonie und Licht der Dinge, höre ich aus der Kirche. Der Mensch trägt die Merkmale der Schöpfung. Seine Glieder sind wohlproportioniert, der Körper strahlt ein seidenes Licht aus. Diese Gedanken begleiten mich bis Logroño. Die Stadt wurde auf einer ehemaligen vorrömischen Siedlung errichtet. Die Geschichte saugt mich ein. Die leuchtende Kathedrale Santa Maria la Redonda wirkt mit magischer Kraft auf mich. Der Anblick der Marienstatue zwingt mich in die Knie. Sie strahlt ein gleißendes Licht in die Dunkelheit. Die Müdigkeit des Weges verflüchtigt sich. Ist denn das Licht an sich Gott? Frage ich mich. Sieben Stunden zu wandern, denke ich beim Aufwachen. Kaum losgegangen, stehe ich vor dem riesigen Portal der St. Jakobskirche. In ihrem Spitzbogen sehe ich den St. Jakob, den Maurentöter, so wie er im 9. Jahrhundert unweit von Logroño erschienen ist. Auf diesen Wiesen fand 844 eine erbitterte Schlacht statt. Die Legende sagt, dass St. Jakob auf einem weißen Ross zu Hilfe der bedrängten christlichen Truppen eilte, um die Mauren zu besiegen. Die Burg Clavijo wurde zum Symbol der Rückeroberung der iberischen Halbinsel. Diese Legende ist eines der schönsten Kapitel der sagenumwobenen spanischen Geschichte. Ich verspüre einen leichten Muskelkater. Das Gehen wird aber zur Gewohnheit. Mein Körper schreibt mir nicht mehr vor, was ich zu tun habe. In Navarrete halte ich inne. Ich könnte weiter marschieren, bin gut bei Kräften. Meine Füße tragen mich dennoch in die Kirche.
Wie im Halbschlaf betrachte ich die perfekte Symmetrie. Das hellste Licht, die Flamme leuchtet. Durch purpurnen Atem flackert sie auf und glüht wie die Glut. Mein Etappenziel nach Hera liegt etwa 2 Stunden entfernt. Ich genieße den frischen Frühlingswind. Nahera schmiegt sich einem riesigen rötlichen Felsen an. Die Mauren gaben ihr den Namen Nahera. Siedlung zwischen den Felsen. Das Hospiz befindet sich in dem im 11. Jahrhundert gegründeten Kloster. Es ist zu früh, um schlafen zu gehen. Ich blättere im Gästebuch des Pilgerhospizes. Vielleicht finde ich eine Eintragung, die für mich bestimmt ist. Wie ein schneller Bach fließt der Belag unter meinen Füßen. Ich atme den Frühling ein. Zum ersten Mal auf dem Weg kann ich die Landschaft richtig genießen. Im Frühling verkünden die Knospen die Auferstehung. Ihre zarten Spitzen zeigen den Himmel, als trotzen sie dem Tod. Sie greifen nach dem Licht, zitiere ich Teresa von Avila aus dem Gedächtnis. Als ich Santo Domingo de la Calzada erreiche, habe ich das Gefühl, als warte ich in dem Nebel der Legenden. Hier rettete einst Domingo, der heilig gesprochene Eremit, den Sohn eines Kölner Ehepaares. Sie waren auf ihrer Pilgerreise in der Stadt abgestiegen. Der Tochter des Gastwirts gefiel der blonde Junge. Sie konnte ihn aber nicht verführen. Aus Rache versteckte sie in seinem Gepäck silberne Kelche. Dann zeigte sie ihn an. Der Junge wurde gehängt. Die Eltern hörten in der Nacht die Stimme ihres totgeglaubten Sohnes. Sie eilten zum Richter, der gerade dabei war, ein Backhuhn und einen gebackenen Hahn zu verschlingen. Sie erzählten ihm, dass ihr Junge am Leben sei. Der Richter erwiderte, ihr Sohn wäre so lebendig wie das Huhn und der Hahn auf seinem Teller. In diesem Augenblick erhob sich das Federvieh und begann im Zimmer herumzuflattern. Wie verwurzelt bleibe ich stehen. Die Legende lebt. »600 Kilometer Fußmarsch stehen vor mir. Gibt es von dort einen Weg zurück? Tauche ich endgültig in die Welt der Legenden ein?« Eigenartig. In den letzten Tagen bin ich auf dem Jakobsweg 200 Kilometer gegangen. Ich geriet manchmal in einen Bewusstseinszustand, durch den ich längst Vergessenes zu vergegenwärtigen glaubte. Ich wanderte mitten durch die kulturellen Wurzeln Europas, tauchte in die Welt der Legenden ein. Nun erfüllt mich etwas Profanes wie ein Hahnenschrei mit größter Freude. Wann habe ich zuletzt einen Hahnenschrei gehört? Ist meine Freude überhaupt noch zu steigern? Wird das Ziel meiner Reise, Santiago de Compostela, mir mehr geben können als das, was ich jetzt fühle und schon erlebt habe? Hastig verlasse ich meine Schlafstätte in Santo Domingo de la Calzada, um noch vor dem Losmarschieren in die Kathedrale zu gehen. Ich stimme ein Kinderlied an. Es kam wie von selbst. Ich hätte es gar nicht zurückhalten können. Auf einmal musste es spontan aus mir heraus. Woher kenne ich dieses Lied? Ich probiere es noch einmal. Lanz, Lanz, ist der Lanz. Nun fällt mir keine einzige Zeile mehr ein, nur der letzte Ton. Den summe ich lange weiter. So ist auch mein Leben. Irgendwo blieb es stecken wie eine alte Grammophonplatte. Ich vergaß den Anfang, und so kann ich auch das Ende nicht mehr singen.
Solange ich beim Singen nicht an das Lied dachte, lebte es in meinem Gedächtnis weiter. Jetzt, da ich versuche, es zu erinnern, ist es mir entfallen. Meine Mutter hat mir das Lied beigebracht. Plötzlich kommen die Erinnerungen meiner Kindheit hoch. Die längst vergessene Atmosphäre meiner Geburtsstadt in Siebenbürgen taucht in mir wieder auf. Ich komme gut voran, doch ich fühle mich einsam. Mein ganzes Leben lang kämpfte ich allein. Als ich Siebenbürgen verlassen habe, wollte ich alles vergessen, was mich einst an meine alte Heimat band. Jetzt tauchen wie Bergspitzen aus dem Nebel Fragmente meiner Kindheit in meinem Gedächtnis auf. Ich arbeitete hart, glomm rasch die Karriereleiter empor. Ich war erfolgreich. Macht Erfolg einsam? Ich litt noch nie im Leben unter Einsamkeit. Jetzt jedoch legt sie sich mir schwer auf die Seele. Der Weg führt nach Belorado. Belorado ist ein historisches Städtchen an der Grenze von Kastilien. In der Santa Maria Kirche ist ein Altar, der gänzlich dem Apostel St. Jakob geweiht ist. Die beiden Statuen, die des Maurentöters und die des Pilgers, stellen auf hohem künstlerischem Niveau die Rolle des Heiligen dar. Er ist glorreicher Ritter und ewiger Pilger zugleich. Er ist der Schutzpatron von Spanien. Der Name Belorado wird von dem Wort Höhle abgeleitet. In der Nähe der Stadt befinden sich Eremitenhöhlen, die als Schutz- und Aufenthaltsort für Einsiedler in die Berge gehauen wurden. Ich sehe diese Landschaft zum ersten Mal. Und doch überkommt mich das Gefühl, dass ich, wenn ich jetzt ins Dorf hinunterlaufen würde, sofort wüsste, wo der Weg zum Haus meines Großvaters in Siebenbürgen entlang ginge. Eine näher nicht zu bestimmende Freude bewältigt mich. Das Gefühl des Heimischen. Ich schlendere den Weg entlang. Das Gehen ist mittlerweile wie eine Leidenschaft. Es quält mich, aber wenn ich jetzt nicht weiterginge, würde ich unter Entzugserscheinungen leiden. Ich tauche mit jedem Schritt tiefer in eine unsichtbare Welt ein. Die Ruinen der Kirche des heiligen Indalecio erinnern an die Anfänge des Christentums. Als Begleiter St. Jakobs bekehrt er dieses Gebiet. Die Kirche über seine Grabschütte wurde im 11. Jahrhundert so gebaut, dass bei Sonnenwende ein Sonnenstrahl die Statue Mariä Heimsuchung erhält. Ein heute noch sichtbares Wunder aus dem Mittelalter. Ich verliere keine Gedanken mehr darüber, wohin ich gehe. Ich werde von einer unsichtbaren Macht geführt. Mein Reiseführer schreibt: Gen Burgess hast du noch 7 Meilen. Danach gehst du über Lunn, Brucken, Funn. So kommest du bald gen Burgess in. Darum findest du 32 Spital. Was ist das für eine Sprache? Ich rechne die 7 Meilen um. Eine Meile war damals 3,5 Kilometer.
Das heißt, es sind knapp 25 Kilometer bis Burgos. An meiner Hand springt die Haut auf. Meine Nägel sind lang und schmutzig. Die Haut in meinem Gesicht schält sich ab. Der Rucksack lastet auf meinem Rücken, als schleppte ich mich selber. Man sollte nichts auf die Reise mitnehmen. Seinen eigenen Körper auch nicht. Und dennoch fühle ich mich, als schwebte ich. Dieser Markstein in der Nähe von Atapuerca erinnert an den dramatischen Tod des Königs von Navarra. Er wurde eigenhändig von seinem Bruder getötet. Aber nicht der Brudermord, sondern der älteste in Europa gefundene Homo sapiens hat Atapuerca berühmt gemacht. In diesen Wäldern wurden die Überreste unseres Urahnen gefunden. Es ist Zeit, innezuhalten. Im Leben gibt es Momente, da alles von vorne beginnt. Hier schließt sich der Kreis. Nun entscheidet der Weg, wann ich neu beginnen werde. Beim Aufbrechen war ich allein. Für mich bedeutet es, dass ich auch diesen Kreis einsam zu Ende gehen muss. Ich hoffe, spätestens in Santiago de Compostela zu erfahren, welcher Sinn dahinter steckt. Auf wie vielen nutzlosen Touren mühte ich mich mit meinen Lasten im Dschungel der Großstädte ab. Je mehr ich die vertrauten Pfade meines Lebens verlasse, desto stärker wird in mir das Gefühl, keinen Fortschritt erzielt zu haben. Alles, was ich tat und erreichte, verliert langsam seinen Sinn. Ich achtete nicht auf den Weg, den ich gegangen war, achtete nur auf mich selbst. Dabei lag so viel Schönes um mich herum. Ich hätte es nur wahrzunehmen brauchen. Nun weiß ich schon, dass ich um diesen Weg nicht so leicht drumherum komme. Ich muss mich bei jedem Schritt bücken, muss die im Staub liegenden Mosaiksteinchen auflesen und wieder zusammenfügen. Ich muss aus meiner Vergangenheit alle Werte ausfindig machen, an denen ich vorbeigegangen war, als wären sie gar nicht da gewesen. Dabei gehörten sie alle zu mir. Bin ich nun imstande, meine Erinnerungen zusammenzufügen? Ich habe keine Zukunft, wenn ich meine Vergangenheit vergesse. Diese Gedanken begleiten mich bis Burgos. Ich schlendere oberhalb der Stadt auf dem Burghügel von El Cid herum. Dem Heeresführer gaben angeblich die Mauren den Namen El Cid, der Held. Die Kathedrale der Heiligen Jungfrau. Sie schwebt beinahe über der Stadt. Im Fluge durchquere ich die mittelalterlichen Gassen zu meinem Quartier. Die Nacht verbringe ich im Hotel El Cid. Ich bin müde, aber von einer nie dagewesenen Freude erfüllt. In der Früh blicke ich aus meinem Fenster auf die Nordfassade der Kathedrale, auf die Galerie der Könige. Am Eingang entdecke ich einen schwarzen Fleck. Einen Augenblick lang bin ich ratlos, was es sein soll. Ist es wieder eine Botschaft, die ich nicht entschlüsseln kann? Mit dem Bau der Kathedrale begann man Anfang des 11. Jahrhunderts. Unterhalb der Kuppel ist die Ruhestätte von El Cid und seiner Frau. Ich sitze vorm Altar, als müsse ich mich nie mehr bewegen, als würde der Jakobsweg nie zu Ende gehen. Tief aus meinem Inneren höre ich die Stimme der heiligen Teresa von Avila. Während des viertägigen Scheintodes litt ich so sehr, dass nur der Herr von meinen Qualen wusste. Das dauerte bis Palmsonntag. An diesem Abend flüsterte mir der Herr ein Gebet ein. Er half mir zu verstehen, was es bedeutet, ihn zu lieben.
Von diesem Zeitpunkt an begann ich mich zusehends besser zu fühlen. Gesegnet seist du in alle Ewigkeit, denn obwohl ich dich verlassen habe, hast du dich nie von mir abgewendet. Ich beeile mich, dem näher zu kommen, was in mir schlummert. Mein Weg führt zum Kloster Cartuja de Miraflores. Es wurde von der heiligen Teresa im Jahre 1582 gegründet. Im gleichen Jahr starb sie. Ich nahm ihr Werk, die innere Burg, mit auf die Reise. Herr, die Zeit ist gekommen, dass wir uns begegnen, sollen ihre letzten Worte gewesen sein. Plötzlich überwältigt mich ein starkes Gefühl. Mir wird bewusst, dass meine Füße die geheimnisvollen Gänge der inneren Burg beschreiten. Ist das der Jakobsweg? Die im Morgenlicht glänzenden Hänge vermitteln mir das Gefühl, auf dem Weg einem längst vergessenen Uranfänglichen zu begegnen. Es ist ein seltsames Gefühl, das mich Richtung meines Reisezieles treibt. Das Bild der Frau scheint zu mir zu sprechen. Als würde der Greis in meinen Gedanken lesen können, sagt er zu mir, dass es kein Jenseits gäbe. Nur der nächste Schritt sei sicher. Er wisse es genau, weil er sich seit 12 Jahren auf der Pilgerreise befinde. Nur die Asche seiner Frau begleite ihn auf dem Weg ins Nichts. Alles erscheint mir unwirklich, als befände ich mich fern von meinem Dasein. Als führte mich die Straße tief in die Vergangenheit. Im 10. Jahrhundert geißelte eine Epidemie Europa. Die Seuche wurde von den Antoniermönchen geheilt. Das Kloster gehörte dem Orden. Durch dieses Fenster wurden die von der Seuche geschwächten Pilger, die als unheilbar galten, von den Mönchen mit Verpflegung versorgt. Hätte man mich zu jener Zeit gerettet? Gibt es ein Heil für unsere seelischen Wunden? Im Laufe der Jahrhunderte hat die Burg von Castor Herriz vieles gesehen. Die Wiesen unter den Felsen waren oft mit Toten bedeckt. Sieht sie auch die sterbenden Seelen, die hier vorbeiziehen? Die vor mir liegende physische Herausforderung lässt meine Wehmut verfliegen. Der einzige Trost ist, dass ich von dem Gipfel aus Bodia del Camino sehe. Von dort aus sind es nur noch 6 Kilometer zu gehen. Vom Berghang darf man nur zurückblicken, wenn viel weniger vor uns liegt, als wir bereits hinter uns haben. Sonst verliert man den Mut und das Gehen fällt einem noch schwerer. Auch auf die Uhr darf man nicht schauen. Das Besteigen des Berges ist die Kunst der Langsamkeit. Ich muss noch 19 Kilometer zurücklegen, das heißt 21.000 Schritte. Vor mir tut sich die Ebene von Colinas auf. Der Pilgerpfad führt ins Unendliche. Bodia del Camino ist immer noch nicht zu sehen. Ich hoffe nur, das liegt irgendwo diesseits des Horizonts. Hier war die Grenze zwischen Kastilien und León. Mein Reiseführer schreibt, dass einst entlang dieses Weges die Römerstraße verlief. Ich glaube ihm nichts mehr, solange ich die 3 Kirchtürme von Bodia del Camino nicht sehe. Ein verhutzeltes Männlein am Straßenrand heißt die Pilger stehen zu bleiben und bietet ihnen Hilfe an. Er schaut mir lange in die Augen und lächelt geheimnisvoll. Seine Augen ermuntern mich, ich habe nicht mehr weit zu gehen.
Nun verspüre ich wieder Lust, weiter zu marschieren. Eine halbe Stunde lang folge ich der Richtung, in die der Greis gezeigt hat. Im Dorf sehe ich aber keine Kirchtürme. Wer hat mich nun in die Irre geführt? Das alte Männlein oder mein Reiseführer? Weder ein gelber Pfeil noch Menschen. Das Dorf scheint ausgestorben. Plötzlich erscheint eine alte Frau auf der Straße. Sie spricht mich an und erzählt mir, dass viele Pilger vom Weg abkommen, als leite sie ein böser Dämon. Das ganze Jahr über hilft sie den Verirrten, zeigt ihnen den Weg. So macht sie ihre Pilgerreise. Denn ein Leben lang war ihr sehnlichster Wunsch, nach Santiago de Compostela zu gehen. Aber ihre Beine haben es nie geschafft. Es wird mir allmählich klar, dass nicht die Länge des Weges zählt, sondern dass wir ihn gehen. Ich marschiere seit einer Stunde, doch ich kann das letzte Dorf vor meinem heutigen Reiseziel immer noch nicht sehen. Boadilla del Camino, sehen und sterben, murmel ich vor mich hin, als plötzlich die drei Kirchtürme des Dorfes auftauchen. Ich zähle noch einmal nach, ob ich wirklich drei Türme gesehen habe. Störche. Ich habe Störche seit meiner Kindheit in Siebenbürgen nicht mehr gesehen. Endlich erreiche ich den Canal del Castillo. An seinem Ufer entlang führt der Weg bis ans Ende der heutigen Strecke, bis vor Mista. Mir scheint, ich halluziniere schon, als ich auf dem Boden etwas Glänzender sehe. Ist das das Geschenk für die längste Strecke, die ich auf meinem Pilgerweg zurückgelegt habe? Wer wird das wohl verloren haben? Meine Glieder sind schwer, mir tut alles weh. Das Hospiz befindet sich neben der Kirche. Ich werde wohl nie ankommen. Als ich am frühen Morgen losgehe, spüre ich wieder in allen Gliedern Schmerzen. In der Kirche suche ich Heil. Ich war überheblich. Ich dachte schon, der Schmerz würde nie wiederkehren. Ich verspüre Reue und werfe einen Blick gen Himmel. Mit welcher Hingabe haben die Meister im Mittelalter das Böse in den Stein gemeißelt? Den Teufel, die Hölle, den Gegensatz zur Schönheit. Wie ärmlich wirkt dagegen die Vernichtung, die wir Tag ein, Tag aus im Fernsehen sehen. Und das Gegenteil davon, die Schönheit, erscheint nur als eine ferne Fata Morgana. Die Schönheit ist mehr als eine glitzernde Oberfläche. Sie kommt aus der Tiefe. Wie ein Vulkan durchbricht sie den Nebel der Jahrhunderte. Aber heutzutage hat es den Anschein, als wäre sie tot. Der Wind bläst mir die Gedanken aus dem Kopf. Ich stelle fest, dass ich in einem atemberaubenden Tempo marschiere. Lange kann ich es nicht halten. Ich bin erst seit 2 Wochen unterwegs, aber in mir habe ich schon einen viel längeren Weg bestritten. Via Aquitana, die alte Römerstraße. Die Legionen haben hier ihre Fußspuren hinterlassen. Jetzt schlendere ich hier. Gestern lernte ich die Kunst der Langsamkeit, heute übe ich mich in der Kunst der Monotonie. Ein endlos langer Weg, schnurgerade. Es ist nicht warm, aber ich schwitze. Ich muss irgendwo eine Quelle finden. Ein Ameisenpfad kreuzt die Römerstraße. Die winzigen Legionäre marschieren unaufhaltsam.
Ich habe Durst, finde aber kein Wasser. Die Landschaft ist noch immer grün und flach, wie der Meeresboden. Meine Zehen und meine Fußsohlen tun mir weh. Ich bewege mich fort, als tanze ich auf Glassplittern. Ich trat den Weg mit tausend Gedanken an. Schleppe das Buch von der heiligen Teresa von Avila, die Bibel und den Reiseführer mit. Und jetzt kann ich mich auf nichts anderes konzentrieren, als auf meine nächsten Schritte. Mit den Fingern fahre ich über meine Lippen. Sie sind so ausgetrocknet, dass meine Finger beinahe die Haut aufreißen. Am Wegrand bemerke ich eine Eidechse. Plötzlich verschwindet sie, versteckt sich im dürren Holz am Wegrand. Dahinter fließt lautlos das Wasser. Ich traue mich nicht, von dem Wasser zu trinken. In der Ferne taucht ein Flugzeug auf. Wie kommt ein Flugzeug hierher? Ans Ende der Welt. Ich halluziniere schon. Es ist eine Scheune, die ich für ein Flugzeug hielt. Mein Gehirn produziert ständig Bilder. Wenn ich nachdenke, vergeht die Zeit schneller. Das größte Unglück des Menschen ist, dass er unfähig ist, zu Hause ruhig herumzusitzen. Irgendeine geheime Kraft packt ihn und treibt ihn raus aus seinem Heim. Er geht einer Beschäftigung nach. Eine ständige Ablenkung. Wir wissen aber instinktiv, dass das Glück nicht im Lärm und der Hast zu finden ist. Es hat seinen Ursprung in der Stille und in der Muße. Aus diesem Zwiespalt resultiert unsere ständige Unruhe. Suchen wir doch die Ruhe im Herumtreiben. Nach 12 Stunden Fußmarsch erreiche ich Sahagun. Die Stadt wurde bereits im späten Mittelalter zum religiösen Zentrum. Sahagun gab der iberischen Halbinsel wichtige geistige Impulse. Hier im Benediktinerkloster hat ein Mönch die Unterrichtsmethode für Taubstumme ausgearbeitet. Zu jener Zeit fand unweit des Klosters eine große Schlacht zwischen Christen und Mauren statt. Nach Überlieferung stand Karl der Große auf dieser Brücke und blickte auf das Schlachtfeld. Auf dieser Wiese kämpften seine Truppen gegen das maurische Heer, angeführt vom Riesen Aigolando. Die Legende sagt, dass die Lanzen der gefallenen Christen erblühten. Die längste Etappe des Jakobsweges liegt vor mir. Ich bin sehr früh losmarschiert, dennoch werde ich wohl León erst nachts erreichen. Ein Großteil des Weges verläuft weit weg von den asphaltierten Straßen. Ich genieße den wechselnden Belag der Strecke. Kleine Steine, sanfte Grasbündel schicken verschiedene Botschaften durch meine Fußsohlen. Sind es Botschaften der Jahrhunderte, versuche ich sie zu entschlüsseln? Der Anblick von Masia de las Mulas ist ein erfrischender Gegensatz zur Kargheit der vorhergehenden Etappe. Bis León sind es mehr als 4 Stunden Fußmarsch, aber ich beeile mich nicht. Neugierig sauge ich die Botschaften der Jahrhunderte in mich ein. Eine Prozession empfängt mich in León. Es sind Bruderschaften, deren Ursprung im Mittelalter zu finden ist. Als Zeichen der Buße begehen sie in der Karwoche seit Jahrhunderten ihren Kreuzgang. Auf ihren Schultern lasten 800 Kilogramm Gewicht. Die Kapuze verdeckt das Gesicht, macht anonym. Sie stellt den Tod dar. Gleichzeitig weist sie den, der sie trägt, als Eingeweihten aus. Einer, der an den Sieg über den Tod glaubt. Musik.
Befinde ich mich in einer Zeitmaschine? Führt mich der Jakobsweg weit zurück in die Vergangenheit? Werde ich mich in dem Burgschloss der Seele zurechtfinden? In Santiago de Compostela werde ich wohl erfahren, wohin der Weg führt. Selber einer hinter dieser Kapuzen, frage ich mich im Halbschlaf. Habe ich nur geträumt, dass ich 500 Kilometer zurückgelegt habe und nun in León bin? Wohl nicht. Ich fühle, wie der Jakobsweg mich verändert. Wie die Maske, die ich seit Jahren trage, langsam zerbröckelt. Wohin führt mich der Jakobsweg? Mich überkommt ein Gefühl, als wäre ich auf einer langen Zeitreise ins Mittelalter. Meine Beine tragen mich zur Kathedrale Santa Maria della Regla. Sie ist ein aus Stein und Licht gebautes Oratorium. Ursprünglich waren an dieser Stelle römische Bäder. Jetzt findet hier die Säuberung der Seele statt der Reinigung des Körpers statt. Tief aus meinem Inneren höre ich die heilige Teresa. Das innere Gebet ist nichts anderes als die innere Freundschaft mit Gott, sofern wir oft genug mit ihm unter vier Augen sind, wohlwissend, dass er uns liebt. Herr, lehre uns regungslos in dir zu verharren, in Frieden. Die Basilika ist dem berühmten Wissenschaftler San Isidoro gewidmet. Sie ist eines der größten romanischen Kunstwerke am Jakobsweg. Der heilige Isidoro bewirkte viele Wunder. Diese sprachen sich schnell herum und zogen massenhaft Pilger an. Zu seiner Zeit wurde der Doktor genauso verehrt wie der heilige Jakob. Heute bin ich bereits 30 Kilometer marschiert, ohne Halt. Nun schreite ich schon über den Obrigo. Von den Beinen schießt mir der Schmerz mit 1000 Pfeilen ins Gehirn. Am Flussufer liegt die Kirche von San Juan. Hier kann ich ein wenig verschnaufen. Ich fühle mich wie in meiner Kindheit, als mir etwas wehtat oder ich Hunger hatte. Meine Mutter versuchte mich damals zu beruhigen. Es ist bald vorbei, sagte sie immer wieder. Aber für mich galt nur der Augenblick. Es gab keine Vergangenheit und keine Zukunft. Ich begriff die Zeit nicht, dass sie vorbeigeht und einst endgültig verschwinden wird. Der Wind bläst mir den längst vergessenen Geruch des Dieselöls ins Gesicht. Die Ferien aus der Kinderzeit kommen mir in den Sinn. Bei meinen Großeltern im kleinen siebenbürgischen Dorf hatte der Laden, in dem ich meine Süßigkeiten kaufte, so einen Geruch. Einmal in der Woche kam frische Ware. Dann durfte ich mir ein halbes Kilo Halva, eine aus Sonnenblumenöl zubereitete Süßigkeit, kaufen. Ich stand in der Schlange und wartete, bis ich das für mich damals größte Geschenk des Himmels mit nach Hause nehmen durfte. Während des Wartens saugte ich den Geruch des mit Dieselöl beschmierten, schwarz glänzenden Holzbodens ein. Woher brachte man die Steine hierher? Was hat das zu bedeuten? Was mag wohl die Pilger angetrieben haben, dass sie diesen beschwerlichen Weg auf sich nehmen? Woher mag diese innere Kraft kommen? Meine Augen brennen von der sengenden Sonne. Mir schießen die Tränen in die Augen. Astorga, die einstige Festung der römischen Legionen, zieht mich verheißungsvoll an.
Vom Fußmarsch entkräftet falle ich ins Bett. Ich träume, ich bin in einer mittelalterlichen Stadt. Ich nehme an einer Prozession teil. Die Blashörner heulen, die Trommeln dröhnen. Man schlägt den Takt zur Prozession. Befinde ich mich in einer Zeitmaschine? Die Skulptur an der Spitze der Kathedrale blickt mich stolz und siegersbewusst an. Er ist einer der Helden, die die Mauren bei Clavijo bezwangen. In jenem Kampf im Jahr 844 ist St. Jakob zum ersten Mal erschienen. Die Kathedrale Santa Maria wurde schon im 9. Jahrhundert so hoch gebaut, damit die Pilger die Stadt von Weitem sehen können. St. Jakob begrüßt die müden Pilger. Die Größe und die Schönheit des Hauptaltars zwingen mich innezuhalten. Es überrascht mich nicht mehr, dass ich tief in meinem Inneren die heilige Teresa von Avila höre. Ins Burgschloss der Seele führt nur ein Tor. Das ist das Gebet und die Meditation. Wir bedürfen am ehesten der Andacht. Und wenn wir andächtig genug sind, können wir viel erreichen. Ich stehe auf einmal vor einer winzigen Statue der Jungfrau Maria. Einen Augenblick lang erscheint vor mir die Gestalt der heiligen Teresa. Mich überkommt das Gefühl, dass ich nun den Weg tief in meinem Inneren gehe. Mich erschreckt es nicht, dass mein Etappenziel Ponferrada 50 Kilometer entfernt ist. Nicht einmal der 10 Kilometer lange Bergaufstieg macht mir Sorgen. Nach 3 Stunden Fußmarsch, bevor ich die Berge in Angriff nehme, kaufe ich einen Pilgerstab. Wenn ich die vor mir liegende Strecke anschaue, werde ich ihn gewiss brauchen. In meinem Reiseführer lese ich die Geschichte von Ansels, dem treuen Ritter vom Karl den Großen, und Gaudissa, der maurischen Herzogin. Das Heldenepos erzählt von ihrer Liebe und schildert ausgiebig, wie Ansels von hier bis Astorga sich an der Landschaft ergötzte. Das Eiserne Kreuz steht an jenem Steinhügel, der in der Römerzeit eine Grenzmarke war. Bereits damals wurde es zum Brauch, dass die hier vorbeigehenden Wanderer einen Stein zum Hügel hinaufwarfen. Mein Stein liegt nun auch hier. Ich fühle mich, als wäre ich auf dem Dach der Welt. Unter mir wirkt alles zwergenhaft, verschwindet. Von hier aus beobachtet ist der Mensch und was mit ihm in Verbindung gebracht werden kann, winzig. Die Gebirgszüge von Monte Irago umarmen mich. In den Tälern ist das Reich des Schattens. Es überdeckt die Welt der Menschen, es trübt ihre Augen. Oberhalb dessen ist die Kraft des Alls. Ich mache mich auf den Weg ins Tal, um dann erneut zu den Gipfeln emporzusteigen. Als wäre dieses Dorf die letzte von Menschen bewohnte Siedlung. Dieses Bild kann den Jakobsweg am besten wiedergeben. Der Pilger wandert zwischen Licht und Schatten. Er spürt indes, dass das Licht die Dunkelheit vertreibt. Wenn er sich nicht verirren will, muss er dem Licht folgen. Mein Etappenziel Ponferrada ist etwa 15 Kilometer entfernt. Noch 4 Stunden wandern in der Nacht. Zum ersten Mal auf meinem Weg muss ich aufgeben. Ich werde hier übernachten.
Ich muss meinen Rückstand abarbeiten, sage ich mir bei jedem Schritt. Es sind insgesamt 38 Kilometer bis Via Franca del Bierzo zu gehen. Kein Halt, keine Rast. Die Festung von Ponferrada war ein Stützpunkt des Templerordens. Ursprünglich wurde die Siedlung von Römern errichtet, wegen der in der Nähe liegenden Goldminen. Sklaven haben die Berge abgetragen, um das kostbare Edelmetall zu finden. In Cacabelos stelle ich zufrieden fest, dass ich den Rückstand abgearbeitet habe. Ich nehme mir sogar die Zeit, das Sanktorium anzuschauen. Der Altar ist leer, die Kirche scheint verlassen. Im Retabel entdecke ich ein erstaunliches Bild. Gottes Haus als Spielhölle? Das Jesukind spielt mit einem Heiligen? Im himmlischen Lichtspiel erscheint mein heutiges Etappenziel. Via Franca del Bierzo ist eine Stadt, die ihre Erstehung und ihr Wachstum dem Jakobsweg verdankt. Die Pilger, die nicht mehr weitergehen konnten, erhielten hier, in der Jakobskirche, den Segen von Compostela. Ein mörderischer Weg steht vor mir, die schwierigste Hürde. Vielleicht ist es Zeit aufzuhören. Ich gebe auf. Seit 21 Tagen auf dem Jakobsweg. 29 Kilometer entfernt von Sebrero, Berg der Legenden. In dem Moment, als ich aufwache, weiß ich, dass ich weitergehen werde. Zum ersten Mal in meinem Leben werde ich einen Weg zu Ende gehen. Die größte Prüfung des Weges liegt vor mir. Ich kann jetzt nicht Halt machen. Es scheint mir, als würden hier die Pilger aus aller Welt Kräfte sammeln, um dann auf den Sebrero zu klettern. Ich mache mich auf den Weg, den Berg hinauf. Die Sonne kann den Nebel nicht durchdringen. Einmal hat sich hier ein Pilger aus Westfalen im dichten Nebel verirrt. Zweifel quälten ihn, ob er Santiago de Compostela jemals erreichen würde. Plötzlich hörte er ein Horn aus der Ferne. Er marschierte in die Richtung des Klanges, welcher ihn durch den Nebel führte. Auf dem Gipfel angekommen, traf er einen Hirten, der auf seinem Instrument spielte. Zeigt mir die Kirche unterhalb der Bergkuppel meinen Weg an? Wie klein ist die Entfernung zwischen Schatten und Licht? Ein Friede legt sich über alles. Hier ist das Leben wie seit Jahrhunderten. In den Großstädten wollen wir uns glauben machen, dass wir das Glück erst finden, wenn wir die uns selbst gestellten Hürden nehmen. Meistern wir sie, dann stehen wir vor dem Tor zu einem Leben voller Muße. So verrinnt unser Leben. Nun habe ich die Hoffnung, dies zu ändern. Die Hoffnung. Nur die Hoffnung kann mich auf den Gipfel hinauftragen. Es herrscht Friede in meiner Seele. Herr, lehre mich zu beten. Ich verspüre keine Angst mehr von dem Weg, der mich zum Berg hinaufführt. Ich habe das Gefühl, ich habe bereits mein Ziel erreicht. Ich bin zwar müde, aber ich spüre keine Müdigkeit. Ich fühle mich leicht. Es ist, als saugte mich der Gipfel zu sich hinauf. Endlich erreiche ich mein für heute gestecktes Ziel. Ich glaube, es sei die Wallfahrtskirche in Sebrero, jene Kirche, die ich von Weitem gesehen habe. Vom Tal aus erschien sie wie ein kleiner Punkt am Horizont. Auf der Ortstafel aber sehe ich, dass ich erst in La Faba bin. Sebrero ist noch weit weg. Ich fliege wieder den Berg hinauf. La Faba liegt weit zurück. Um Mittag schien es beinahe unerreichbar am Gipfel zu liegen. Und nun befindet es sich weit hinter mir. Ich sehe mein Ziel am Ende des Weges nicht, doch ich folge dem Pfad der Pilger.
Ich weiß noch nicht, ob das Dorf unter dem Gipfel mein heutiges Ziel ist. Doch eines spüre ich, dass ich bereits angekommen bin. Der Wallfahrtsweg schlängelt sich am Dach der Welt entlang. Steinmauer, überall, soweit das Auge reicht. Welch unglaubliche Kraft! Wie viel Arbeit hat es gekostet, um aus den Steinen im Verlauf der Jahrhunderte diese unendliche Mauer zu bauen? Ich bin erschöpft, aber meine Füße wollen mich weitertragen. Jetzt kommt wieder ein Anstieg. Die schlimmste Strecke. Die kleine Wallfahrtskirche am Dorfrand von Cebrero erblicke ich bereits vom Berghang aus. Noch begreife ich nicht, dass ich mein Ziel erreicht habe. Die heilige Jungfrau Maria ist an das Kreuz geschlagen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ist das eines der Geheimnisse des sagenumwobenen Cebrero? Cebrero war eine keltische Siedlung. Die runden Häuser bewahren noch die uralten Formen. Trotz völliger Erschöpfung gehe ich, als würden meine Füße den Boden nicht berühren. Als trüge mich meine Seele. Tief in mir höre ich wieder die Stimme der heiligen Teresa. Die Seele schreitet nicht voran, weil sie denkt, sondern weil sie liebt. Wenn du mich fragst, wie man diese Liebe erfahren kann, dann sage ich dir, du sollst dich entscheiden, hart zu arbeiten und für Gott zu leiden. Du sollst es immer wieder tun, wann immer es dir möglich ist. Wenn es die Seele gibt, setze ich meinen Traum beim Aufwachen fort. Wo befindet sie sich dann in unserem Körper? Sie müsste doch physisch und greifbar sein. Oder ist sie nichts anderes als eine endlose Kette von chemischen Reaktionen? Egal, wo sie sich befindet, dieser Anblick ziert meine Seele in der gleichen Weise wie die Gemälde und Zeichnungen, die mittelalterlichen Handschriften. Der Pilger durchspäht die grünen Hänge Galiciens. Sieht er auch das längst Vergessene? Auch du siehst viel, mein Freund, aber begreifst nicht, was vor dir steht. Die Geschichte von Cebrero ist eng mit der Legende der Tafelrunde verbunden. In der Wallfahrtskirche fand Galahad, Ritter von König Artus, den silbernen Pokal mit dem heiligen Blut des letzten Abendmahls, den Gral. Für einen Augenblick möchte ich wieder umkehren. Habe ich nun den silbernen Pokal gesehen oder nur geträumt, ihn gesehen zu haben? Was für ein Spiel spielt mein Gedächtnis mit mir? Ich bin schon im Tal unterwegs, doch die gestrigen Erlebnisse sind immer noch lebhaft in mir. In Tricastella suche ich mir nach altem Pilgerbrauch einen Stein, den ich nach Compostela trage. Wo werde ich ihn hinterlassen? In der St. Jakobskathedrale, aber wo? Wenn ich dort ankomme, werde ich es wissen, was ich zu tun habe. Die Zeit steht still, seit ich Cebrero verlassen habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich jemals im Zustand zeitlosen Schwebens befand. Im Kloster Samos umgibt mich eine unendliche Ruhe und Stille. Ich starre auf den jahrhundertealten Brunnen. Ein Mönch erschuf die Fuente de los Neredas. Der Springbrunnen durfte nur deswegen der Mitte des Kreuzganges stehen bleiben, weil man die Nymphen nicht tragen konnte. Sie waren zu schwer. Der Abt deutete es als Gottes Wille. Und so ließ er den Brunnen stehen. Wie lange bin ich denn heute marschiert? 30, 40 Kilometer? Es ist letztendlich egal. Es zählt ja nicht mehr die zurückgelegte Strecke. Der Mensch möchte auf dem schnellsten Weg zu sich selbst finden. Über Gott zu sich selbst zu gelangen, ist dagegen der längste und zugleich der schwierigste Weg. Die Euphorie verflog, die Freude ist geblieben. Die stetige, sichere Freude.
Mein heutiges Ziel am Weg ist Porto Marin. Ich bin in der grünen, abwechslungsreichen Landschaft Galiciens unterwegs. Ich sinniere über das Maß in einer maßlosen Welt voller Götzen. Das größte Kreuzfahrtschiff, das teuerste Collier, der Privatjet wird zum Maß aller Dinge erhoben. Die Bilder des verschwenderischen Luxus strömen gleichzeitig mit Szenen fürchterlichen Elends in unsere Wohnzimmer. Lehrt uns der Jakobsweg die Kunst des Maßhaltens? Auf einmal stehe ich vor einem 1000 Jahre alten Baum. Ich sehe in seinem Gesicht die tiefen Furchen der Zeit. Ich starre ihm ins Gesicht, er sieht mir tief in die Augen. Santiago de Compostela liegt 99 Kilometer weit entfernt. Ein Fußweg von 3 Tagen. Wird das Maß sein? Laute Zahlen. 99 Kilometer, 2 mal die 9. Zahlen, damit wir uns leichter orientieren können. Das sind 100.000 Schritte. Auf dem Weg ist das ganz schön viel. Oder eher wenig? Die Erlebnisse, die ich auf dem Jakobsweg hatte, sagen mir, dass 100.000 Schritte wenig sind. Ich bekam ein viel größeres Geschenk, als dass man es in Schritte messen kann. In der kleinen Kapelle hinterließen die Pilger Botschaften. Sie dankten Gott, dass er ihnen den Weg zeigte. Einer von ihnen legte seine Uhr ab und ließ sie hier zurück. Er braucht keine Zeit mehr. Ich lege meinen Reiseführer auf den Altar. Nun komme ich ohne Hilfe zurecht. Galicia Verde, grünes Galizien. Hier dient sogar die Landschaft als Labsal für die Seele. Nur vereinzelt sehe ich Fernsehantennen. Ist das Leben auf diese Weise leichter? Ist ein durch die Arbeit und die kleinen Gemeinschaften geordnetes Leben schwerer? Ist der Mensch freier unter solchen Lebensumständen? Das Gefühl der Liebe lässt die Zeit zum Augenblick schrumpfen. Vom Hügel aus erblicke ich Porto Marin. In den 60er Jahren ließ man das Tal überfluten. Das mittelalterliche Dorf wurde Stein für Stein auf den Berg hinaufgetragen. Die hochromanische San Pedro-Kirche haben sie in ihrer ursprünglichen Form wieder aufgebaut. Bis Santiago de Compostela habe ich noch 90 Kilometer zu gehen. Plötzlich überkommt mich eine unbestimmte Angst. Was folgt, nachdem meine Reise zu Ende ist? Wie werde ich in den Alltag zurückfinden? Ohne die Maske, die sich langsam von meinem Gesicht abschält. Man wird mich nicht wiedererkennen. Und für mich wird wohl vieles fremd sein. Ich ging bereits früh am Morgen los. Es sind knapp 50 Kilometer bis Arsua, vorletzte Station auf meinem Weg. Die Natur bereitet sich auf die Hochzeit vor. Meine Gedanken sind wirr. Ich schließe meine Augen. Als ich sie wieder öffne, sehe ich einen Adler über meinem Kopf. Ich bin kein Adler, um in die Sonne zu schauen. Wer wird es sein, der vor dein Angesicht treten kann? Höre ich die Stimme der heiligen Teresa. Christus, nicht mich hat man gekreuzigt, und auch dich sehe ich hier nicht. Das Kreuz ist leer, und es bleibt auch so, für immer. Denn es dauert nicht mehr lange, und die Stunde des Todes wird endgültig vorüber sein. Und Gott wird in uns allen auferstehen. Meine letzte Unterkunft auf dem Weg ist Arsua. Ich fühle mich wie in meiner Kindheit in den Nächten vor Weihnachten. Ich schlüpfte schon am Nachmittag ins Bett, damit auf diese Weise der Tag der Bescherung früher anbricht. Wie ich damals die Geschenke zu erraten versuchte, so versuche ich auch jetzt mir vorzustellen, wie es sein wird, wenn ich die St. Jakobskathedrale erblicke.
Ohne zu frühstücken mache ich mich auf den Weg. Aufgeregt warte ich auf den Augenblick. Es ist Karfreitag. Wie ist überhaupt vor 1000 Jahren eine der größten Kathedralen der Welt entstanden? Das Gebet. Das Gebet des heiligen Franziskus halte ich jetzt für den wahren Ursprung der Entstehung. Als der heilige Franziskus von Assisi in Compostela ankam, betete er die ganze Nacht. In jener Nacht bekam er die göttliche Botschaft, dass man über dem Grab des Apostels eine Kathedrale bauen sollte. Ein prachtvolles Gebäude, das man mit nichts auf der Welt vergleichen kann. Ich bin noch 10 Kilometer von meinem Reiseziel entfernt. Im Lavacoya-Fluss wuschen sich die Pilger und wechselten das Kleid, um sich auf das Betreten der St. Jakobskathedrale gebührend vorzubereiten. Sie ließen neben der Kirche alles zurück, was sie nicht mehr benötigten. Im Eukalyptuswald am Fuße des Berges bleibe ich stehen. Den Gipfel, von dem aus die Kathedrale zu sehen ist, kann ich nicht einmal erahnen. Ich höre die Stimme der heiligen Teresa. Weiter, weiter. Ich möchte antworten, doch ich finde keine Worte. Ich benötige keine Worte mehr, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Der St. Jakobsweg führt mich dorthin, wo ich tief in mir versunken gehe. Ich habe einen langen Weg hinter mich gebracht, um auf das zu stoßen, was ich bereits wusste, was wir vielleicht alle schon wissen. Doch es anzunehmen fällt uns schwer. Gibt es etwas Leichteres für den Menschen, als zu erkennen, dass nicht der Weg das Schwierige ist? Das Schwierige ist der Weg. Vor dem Gipfel fühle ich den Boden unter meinen Füßen nicht mehr. Von Monte Gozo aus werde ich mein Ziel sehen. Einige Schritte und ich werde vom Berg der Freude die St. Jakobskathedrale erblicken. Statt einem Ausbruch der Freude spüre ich Ruhe in mir. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich in den vergangenen Tagen 800 Kilometer marschierte. Auch nicht, dass ich die Kraft hatte, immer wieder von Neuem aufzubrechen. Es ist die Freude, als würde man im frischen Gras liegend in den blauen Himmel schauen. Oder als würde man die Trauben vom Rebstock im herbstlich goldenen Sonnenschein abschneiden. Es ist vielleicht so, wie wenn im Frühling die Natur sich in junges Grün kleidet und der Mensch die Welt wieder umarmt. Es scheint, als ob man die Freude nicht mehr steigern könnte. Doch jetzt, da ich mich meinem Ziel, der St. Jakobskathedrale, nähere, durchdringt mich einen Augenblick lang die ganze Glückseligkeit des irdischen Lebens. Seit einem Tag esse ich nichts mehr. Mein Körper fühlt sich so leicht an, als hätte er sein Gewicht verloren. Meine Umwelt nehme ich wahr, als würde ich im Halbschlaf etwas von Weitem hören. Ich schwebe. Es ist ein sanftes, freudvolles, geräuschloses Schweben. Der Anblick der Obradorio, als Goldjuwel bezeichnete Fassade, lässt mich erstarren. Ich blicke zurück, wie einer, der noch nicht bereit ist, den nächsten Schritt zu tun. Ich lege den Stein von Tricastella auf den Fuß der mittleren Säule. Dann hole ich tief Atem und trete durchs Tor der Herrlichkeit. Durch meine Hand dringt die Botschaft der Jahrhunderte in mich ein. Ich bin angekommen, murmel ich vor mich hin. Versteinert sehe ich den Altar an. Durch dieses Tor müssen wir eintreten. Hier beginnt der Weg, höre ich die heilige Teresa und spreche mit ihr gemeinsam die Worte: Auf welch falschem Weg habe ich mich verirrt, Herr? Ich hätte ganz ohne Orientierung umhergeirrt, wenn du mich nicht geführt hättest. Die Pilger haben ihr Ziel erreicht. Mit dem Berühren der goldglänzenden Schultern des Heiligen geht der Jakobsweg zu Ende.
Vor meiner Reise quälte mich der Gedanke, dass ich eine Maske trage. Ich wollte auf dem Jakobsweg entdecken, wer hinter dieser Maske steckt. Nach den ersten Kilometern erschien mir mein Körper wie der Mantel eines Fremden. Schmerzerfüllt weilte ich in einer Welt voller Legenden. Meine Erinnerung lichtete sich und fand längst vergessene Bilder meiner Kindheit. Auf dem schwersten Abschnitt des Weges fühlte ich mich wie einer, der sich seines Körpers entledigt hatte. Ich erfuhr die Schöpfung. Durch die Schöpfung entdeckte ich die Seele. Ich spürte die Liebe und sie führte mich zum Gebet. Durch das Gebet entdeckte ich Gott und durch Gott mich selbst. Während ich unterwegs war, dachte ich, dass ich mich fortbewege. Nun stelle ich fest, dass ich den eigentlichen Weg nicht auf dem Pilgerpfad, sondern in mir selbst bestritten habe.